Ja, meine Damen, meine Herren, Deutschland muss raus aus der Rezession. Dazu hat das Kabinett eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Ein Beitrag ist der entschlossene Abbau von Bürokratie. Wir sind davon überzeugt, viele Betriebe in Deutschland leiden unter einem Bürokratie-Burnout, sind so erschöpft von den vielen Regelungen, die aus dem Bund, den Ländern, aber auch aus Europa kommen, dass sie sich kaum auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Und daran wollen wir etwas ändern. Das tun wir in mehreren Schritten. Einmal haben wir eine ganze Reihe von Beschlüssen getroffen, die unser nationales Recht betreffen. Wenn wir die Maßnahmen aus Wachstumschancengesetz und Bürokratieentlastungsgesetz umgesetzt haben werden, so sagt uns das Statistische Bundesamt, wird der Bürokratiekostenindex auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung sein. Damit werden wir aber uns nicht zufrieden geben. Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe. Deshalb haben mir eine ganze Reihe von Fachkolleginnen und Fachkollegen auch zugesagt, dass sie in ihren Bereichen weitermachen werden. Beispielsweise Robert Habeck möchte das Vergaberecht angehen. Karl Lauterbach wird eine ganze Reihe von Entbürokratisierungsmaßnahmen auch im Gesundheitswesen auf den Weg bringen. Das ist keine symbolische Maßnahme, die wir jetzt machen und wo wir uns danach zurücklehnen, sondern es ist der Startschuss für eine dauerhafte Trendwende, um bürokratische Lasten zurückzuführen. Ich glaube, das ist gut, das ist notwendig. Das werden viele Bürger und Betriebe begrüßen und es ist, wie gesagt, ein Beitrag, um in Deutschland auch die Trendwende bei der Konjunktur zu erreichen. Ich danke Ihnen.